Hallo zurück bei Wildner TV. Bildbearbeitung sollte Spaß machen, einfach und unkompliziert sein. Adobe denkt da offenbar genauso und hat Photoshop Elements 2019 so verbessert, dass es noch intuitiver und einfacher zu handhaben ist. Wir zeigen euch, wie man mit minimalen Vorkenntnissen richtig Spaß an der Bildbearbeitung haben kann. Hallo Christian. Hallo Ella. Im letzten Workshop hast du ja gezeigt, wie man im Organizer Fotos handhabt. Genau. Was macht man denn jetzt, wenn man in Photoshop Elements Bilder bearbeiten will? Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man hat vorher den Organizer aufgemacht und hat jetzt seine Bilder im Organizer, also in Alben sortiert, vor sich liegen und sucht sich dann da ein Bild aus. Oder, das schauen wir uns kurz hier auf dem Rechner gleich mal an, man hat auf das Icon Adobe Photoshop Elements auf dem Desktop geklickt. Dann erscheint dieser Startbildschirm. Den hatten wir im vorigen Video auch kurz besprochen. Und hier gibt es einen Button, der heißt Photo Editor. Ich kann hier draufklicken, dann taucht der Editor auf. Hier ist jetzt natürlich kein einziges, kein Bild zu sehen. Ich habe ja noch kein Bild geöffnet, sondern nur mal den Editor, also das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop Elements. Um jetzt hier Bilder zu öffnen, gibt es die üblichen Menübefehle, Datei öffnen, wie auch immer. Ich persönlich finde es interessanter, über den Organizer zu gehen. Ich habe also hier den Organizer im Hintergrund, habe meine Bilder und hiervon ausgehend kann ich einzelne Bilder anklicken, markieren und dann über einen Schalter hier unten, der heißt Editor, anklicken und dieses Bild wird mir dann in Photoshop Elements geöffnet. Hier kann ich dann damit arbeiten. Das ist so die Standardvorgehensweise. Also wie gesagt, ich finde es praktischer, wenn ich vom Organizer ausgehend meine Bilder im Überblick habe und dann da schaue, was schaut jetzt nicht so gut aus, was müsste ich jetzt noch bearbeiten. Wenn man jetzt Foto auf der Festplatte hat, kann man da auch mit Rechtsklick öffnen mit Photoshop? Natürlich Elements? funktioniert genauso, wenn ich Elements ganz normal installiert habe, dann wurde mir auch im Kontextmenü, schauen wir uns das kurz an hier, ich rufe mal den Ordner auf, mit dem wir hier arbeiten, auf ein Bild rechts klicken und über den Befehl öffnen mit Photoshop Elements direkt aufrufen. Dann wird mir Photoshop Elements geöffnet und die Fotos werden mir dann hier in der Arbeitsoberfläche von Photoshop Elements geöffnet. Ja, finde ich ganz praktisch, wenn man nicht alle Fotos auf den Organizer laden will. Wenn man nicht mit dem Organizer arbeiten will, kann man natürlich auch diesen Weg gehen, ganz normal. Schauen wir uns hier die Oberfläche mal an. Hier in der oberen Leiste gibt es drei Buttons, Schnell, Assistent und Experte. Hast du schon mal mit Photoshop Elements gearbeitet? Nein, nicht wirklich. Noch nicht, was würdest du denn anklicken? Ich denke mal Assistent. Assistent. Mhm. Fangen wir einfach mal mit dem Assistenten an. Der Assistent ist tatsächlich für Einsteiger gedacht. Der Assistent stellt mir Grundlagen der Bildbearbeitung und Weiterverarbeitung von Bildern zur Verfügung in kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also er führt durch die Bildbearbeitung. Okay. Man könnte sagen, er ist wirklich kinderleicht zu bedienen, kinderleicht. Man hat hier mehrere Abschnitte, Grundlagen, Farbe, Schwarz-Weiß, die schauen wir uns nachher im Einzelnen noch an. Und diese Workshops, die sind auch beschriftet ganz deutlich, was man jetzt hier mit einem Bild machen kann. Zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, korrekter Hautton, Fotos zuschneiden und so weiter. Das sind alles grundlegende Bearbeitungsschritte, die man in jedem Bildbearbeitungsprogramm mit einem Foto normalerweise machen kann, wenn es denn notwendig ist. Und ich kann hier über einen Assistenten, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, was da im Hintergrund passiert, ohne dass ich irgendwelche Werkzeuge groß benutzen muss, meine Bilder verändern und optimieren. Probieren wir es einfach mal aus hier mit Helligkeit und Kontrast. Übrigens ein nettes Gimmick, wenn man hier mit der Maus über dieses Vorschaubild fährt. So vorher, nachher oder dann wie? Sieht man ein Vorher-Nachher-Bild, um gleich den Effekt zu sehen, worum geht es denn jetzt hier. Also wir klicken jetzt hier einfach mal auf Helligkeit und Kontrast. Das letzte Bild des ich hier markiert hatte, wird jetzt hier verwendet. Auf der rechten Seite erscheinen, also auf der rechten Bildschirmseite erscheinen Informationen und Regler, mit denen ich dann eben genau diese Faktoren verändern kann. Hier gibt es einen Regler, der heißt Helligkeit und einen Regler, der heißt Kontrast. Ganz simpel dazu eine Beschreibung, was jetzt hier passiert und außerdem hier eine automatische Korrektur. Es gibt jetzt nicht bei jedem Assistenten irgendwelche automatischen Korrekturen oder so, aber bei vielen schon. Also man könnte hier
Sehr hilfreich. Man kann hier auf automatische Korrektur klicken und dann sehen, was passiert. Mhm. Bei dem Bild, das jetzt sowieso relativ gut belichtet ist, passiert nicht allzu viel, aber das Programm optimiert dann doch nochmal die Helligkeitsverteilung. Oder ich benutze hier einfach die Regler. Helligkeit, fasst den an, zieht ihn nach rechts, nach links. Man sieht auch sofort eine Vorschau, was denn dieser Regler jetzt bewirkt, auch beim Kontrast. Und kann dann entweder hier unten rechts gibt es einen Schalter abbrechen, man kann entweder abbrechen oder auf weiterklicken, dann wird dieses Bild weiterverwendet und ich kann mit weiteren Assistenten arbeiten. Mhm. Vielleicht ganz wichtig zu wissen, Photoshop Elements, die Tastaturbefehle sind ähnlich wie in den meisten anderen Programmen, zum Beispiel über Steuerung Z mache ich jeden Bearbeitungsschritt wieder rückgängig. Das sind so Dinge, die Standard sind Photoshop Elements eben auch. Wenn ich jetzt hier auf Steuerung Z klicke, wird alles wieder rückgängig gemacht. Sollte man immer im Hinterkopf haben. Und die rückgängig machen Schritte sind, also diese Liste der Bearbeitungsschritte ist ziemlich lang. Also ich kann sehr weit zurückgehen in der Bearbeitung, falls ich mich mal irgendwo verfranst habe. Mhm. Schauen wir mal kurz weiter zu den Assistenten. Auf Abbrechen hier. Wie gesagt, hier oben, die Assistenten sind thematisch sortiert. Grundlagen, Farbe, Schwarz-Weiß, kreative Bearbeitung, spezielle Bildbearbeitung und Foto-Merge. Man kann wirklich ein Foto von den Grundlagen Helligkeit, Kontrast, Tonwert, Korrekturen bis zur Erstellung von irgendwelchen Collagen oder Panoramen, was auch immer, mit Hilfe dieser Assistenten ausführen. Es ist kinderleicht, so wie wir gerade gesehen haben. Man hat eigentlich keine Grenzen, man braucht kein Hintergrundwissen, man muss nicht vorher irgendwas gelernt haben. Das Programm, und das ist die große Stärke von Photoshop Elements, das Programm führt einen wirklich an der Hand, von vorne bis hinten, bis zum fertigen, optimierten Bild. Das sieht aber bei der Option Experte wieder anders aus, oder? Experte sieht es ganz anders aus. Wir klicken mal kurz hin. Dazu machen wir allerdings auch noch ein weiteres Video, weil in dieser Expertenfunktion, da sieht es schon eher aus wie das große Programm Photoshop CC. Da gibt es auf der linken Seite haufenweise Werkzeuge, die muss man mal ausprobiert haben, die muss man kennen, mit denen muss man mal gearbeitet haben. Das erfordert ein bisschen Erfahrung, um zu wissen, was bewirken diese Werkzeuge und wozu brauche ich die überhaupt. Mhm. Deswegen ist hier jetzt in diesem Video, das wir jetzt gerade machen, eher noch der Bereich schnell interessant. Den gucken wir noch an. Hier geht es um Schnellkorrekturen. Da tauchen zwar auf der linken Seite auch Werkzeuge auf, die sind aber relativ einfach gehalten, simpel gehalten. Und hier, was im Bereich schnell ganz interessant ist, auf der rechten Seite gibt es Schnellkorrekturen. Die können wir uns kurz im Detail nochmal anschauen. Ich sehe gerade an der Seite den Punkt intelligente Korrektur. Was hat denn das auf sich? Keine Ahnung, ob Photoshop Elements jetzt künstliche Intelligenz verwendet. Könnte sein. Aber ich glaube, bei Photoshop Elements bezieht sich das vor allem auf automatische Bildkorrekturen, die es ja schon seit langer Zeit gibt. Wenn man hier so ein Register aufmacht über das kleine Dreieck, erscheinen Vorschaubilder, die man mit der Maus überfahren kann. Und man sieht dann auch gleich am Originalbild gewisse Veränderungen. Bei dieser intelligenten Korrektur verändert Photoshop Elements die Belichtung und auch die Farbstimmung und auch Farbsättigung, Farbanmutung von so einem Bild. Man kann also, wenn man über diese Vorschaubilder geht, sehr schnell sehen, gefällt mir das nicht. Wenn es mir gefällt, klicke ich einfach drauf und bin schon fertig. Mhm. Funktioniert relativ gut. Wenn ich jetzt aber sage, na gut, das ist intelligente Korrektur, das ist mir alles ein bisschen zu oberflächlich. Ich möchte einzelne Aspekte korrigieren, auch schnell korrigieren, kann ich das auch sehr intuitiv tun. Ich klicke hier zum Beispiel auf Belichtung und sehe gleich wieder so ein Regler hier, mit dem ich die Belichtung steuern kann. Auf sehr hell zu sehr dunkel. Oder ich gehe eben hier wieder über die Vorschaubilder und suche mir da eins, das mir gefällt, klicke da drauf. Die Korrektur ist dann bereits angewendet. Und dann gehe ich so Punkt für Punkt durch die einzelnen Korrekturschritte. Hier gibt es dann noch Beleuchtung. Beleuchtung ist im Gegensatz zu Belichtung ein Aspekt. Da werden sowohl die tiefen Bereiche, also die dunkleren Bereiche, die Mitteltöne und die Lichter, also die hellen Bereiche, getrennt voneinander bearbeitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Himmel habe, der sehr, sehr hell ist, alles andere stimmt, dann gehe ich hier in den Bereich Lichter und ziehe mir hier
die Lichter insgesamt ein bisschen tiefer, bringen dann quasi das, was sehr hell ist, wieder zurück, um eine ausgewogene Belichtung zu haben. Ja, die Wolken kommen hier. Die Wolken sehr kommen schön dann hier Vorschein. Jetzt in dem Bereich wieder besser. Also das heißt, man kann einzelne Aspekte der Bildbearbeitung hier über Schieberegler oder über Vorschaubildchen sehr, sehr intuitiv bearbeiten, wovon ich persönlich immer abrate. Hier gibt es immer mal wieder diese Autokorrekturen, Autokontrast, Autotonwert. Da kann man hinklicken und dann gucken, was passiert. Allerdings stellt sich da jetzt für mich kein Lerneffekt ein. Mhm. Das kann gut sein, wenn ich sage, okay, das Bild will ich jetzt einfach nur mal schnell ein bisschen aufbrezeln, dann kann ich das über diese Autokorrekturen machen und wenn es nicht funktioniert hat, drücke ich halt Steuerung Z und komme wieder zurück. Das funktioniert, aber ich lerne eigentlich nicht, was da passiert. Und ich persönlich möchte eigentlich schon immer wissen, was passiert eigentlich im Hintergrund und deswegen lege ich lieber selber gerne Hand an und gehe diese einzelnen Aspekte der Bildbearbeitung durch. Und das funktioniert hier gerade für den Einstieg, um zu lernen, wie kann man Bilder verbessern. Nicht nur verändern, sondern verbessern. Das funktioniert hier über die Schnellkorrektur meiner Meinung nach ganz, ganz hervorragend. Die einzelnen Aspekte Helligkeit und Farben und dann zum Schluss auch die Schärfe kann ich hier detailliert ausprobieren, ohne irgendwas kaputt zu machen. Also da würde ich einem Einsteiger in Photoshop Elements oder in die Bildbearbeitung immer raten, hier über die Schnellkorrekturen einfach mal auszuprobieren, was ist überhaupt möglich und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sehen Bilder gut aus, wie sehen sie nicht gut aus. Einfach mal ausprobieren. Einfach ausprobieren. Mhm. Und das kann man hier wirklich ganz gefahrlos tun. Ich sehe hier rechts unten ein paar Schaltflächen. Korrekturen, Effekte, Strukturen, Rahmen. Was bedeutet denn das? Hier auf der rechten Seite sind Werkzeuge angeordnet. Wir sind hier gerade im Bereich Korrekturen. Hier gibt es noch einen Bereich Effekte. Der ist auch ganz witzig, wenn man so ähnlich wie Smartphone-Effekte, wenn man ganz schnell irgendwelche Looks anwenden möchte auf seine Fotos, hier zum Beispiel Tönung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Spielzeugkamera. Das sind so Effekte, die man auch aus Instagram oder so kennt. Mhm. Die kann man hier relativ schnell anwenden. Da ist klar, da hat sich Photoshop Elements natürlich an die moderne Zeit irgendwo angepasst, ja, und liefert hier so Schnellkorrekturen, die einfach nur ganz coole Bildlooks erzeugen. Die kann man ausprobieren. Deswegen heißt der Effekte, da geht es jetzt nicht um feine Retuschen oder irgendwas, sondern einfach nur um Bildeffekt. Übrigens zum Thema Retuschen, da machen wir noch andere Workshops. Da geht es dann hier oben um den Bereich Experte. Wenn dann alle Werkzeuge, die man in Photoshop Elements dabei hat, wirklich nutzt, dann kann man richtig, richtig tiefgehende Retuschen, Korrekturen an Fotos anwenden. Wenn man irgendwo ein Objekt hat, das irgendwo steht, das man nicht haben will, das kann man dann rausretuschieren. Also das machen wir alles noch in anderen Workshops. Hier in dem Video geht es jetzt gerade wirklich um den Einstieg der Bildbearbeitung und da eben um die grundlegenden Bildbearbeitungsschritte, um den Foto erstmal hübsch zu machen, um die grundlegende Optik zu verändern. Und wie gesagt, da ist auch der Bereich Effekte ganz cool. Da kann man schnell solche Bildlooks erzeugen. Der Bereich Strukturen ist, der liefert Strukturen, die dann letztendlich für Hintergründe gedacht sind, zum Beispiel, wenn man irgendwelche Collagen erstellt oder so, da kann man hier Hintergründe auswählen. Und Rahmen ist auch klar, da geht es dann um Bilder, die man mit Rahmen versieht, die dann irgendwie aufgepeppt werden durch solche Bilderrahmen. Das sind aber schon alles Sachen, die weitergehen und nicht unbedingt jetzt mit der grundlegenden Bildbearbeitung zu tun haben. Noch eine Information, weil es mir gerade einfällt, der Bereich Assistent. Da haben wir ja vorhin drüber geredet, dass das sehr, sehr viele, dass Photoshop Elements sehr viele Möglichkeiten bietet, ein Bild zu verarbeiten, eben nicht nur grundsätzlich, sondern auch wirklich was damit zu machen. Fotokollagen und Diashows oder also weitergehende Dinge, so zum Beispiel geschlossene Augen zu öffnen, eine ganz coole Sache. Das sind alles Dinge, die man hier über die Assistenten auch machen kann, die wir in weitergehenden Videos zeigen werden. Da müssen wir noch schauen, wie viel wir da unterbringen, weil es teilweise auch sehr komplex ist. Aber kriegen wir hin, dann machen wir Videos, die dann sicherlich auch des Anschauens wert sind. Mhm. Ja, wir wollen ja noch auf den Punkt Erstellen und Teilen eingehen. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, Erstellen und Teilen ist noch so eine Sache. Erstellen, klicken wir mal hin. Da sind die vorhin angesprochenen Fotokollagen, Diashows, Abzüge, Bildbände. Das sind Dinge, Projekte, die man mit den Fotos beziehungsweise mit mehreren Fotos dann machen kann. Da werden wir auch noch ein Workshop-Video zu machen, weil das auch relativ umfangreich teilweise ist. Eine Diashow erstellen, Fotokollagen zu erstellen. Das geht auch alles
per Mausklick. Also da ist Photoshop Elements sehr intelligent, könnte man fast sagen. Nimmt sich Fotos, macht Vorschläge, wie könnte man jetzt irgendeine Fotokollage aufbauen, an denen man dann noch weiterarbeiten kann. Oder man nimmt dann einfach die Ergebnisse, die Photoshop Elements liefert. Da geht's, also es geht in dem Bereich Erstellen eben um solche Dinge. Und im Bereich Teilen, logisch, da geht es darum, Bilder, Bildergebnisse auf Social-Media-Kanälen zu teilen. Hier sieht man, möglich sind nur Flickr und Twitter. Facebook geht nicht. Facebook hat gewisse Restriktionen, was den Datenschutz angeht. Und Elements kann nicht mehr automatisch auf Facebook posten. Das ist aber auch das ging unüblich, früher. Oder? Ist unüblich, ist aber im Zuge der neuen Datenschutzverordnung hier in Europa wohl gang und gäbe mittlerweile, dass man nicht mehr von einem Programm aus automatisch auf Facebook posten kann. Das heißt, wenn man dann wirklich auf Facebook postet, müsste man seine Bilder erzeugen, irgendwo speichern und dann manuell. Ja, das ist jetzt auch nicht so ein Umweg. Genau. Mhm. Das war jetzt der Bereich Teilen noch, der relativ, rudimentär ausgearbeitet ist von Elements. Also da kann man nicht viel mitmachen. Ja, wirklich schön erklärt. Ich werde das heute nochmal nachlesen in dem Buch Photoshop Elements von Bildner Verlag. Einfach mal unten in die Beschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zu dem Buch. Ich freue mich auf weitere Videos mit dir. Es wird noch einen Haufen geben. Ja, wird es noch einiges geben, ja. Genau, ist ja wirklich breit gefächert, das Thema. Ja. Einfach dranbleiben und abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Ciao. Tschüss.